Ich freue mich, dass so viele gekommen sind und viel Spaß mit Armin Retterath und Inspire to Geo Package. Ja, schönen guten Abend zusammen. Jetzt nochmal die Frage, wer hat schon mit Inspire-Daten zu tun gehabt oder Daten für Inspire bereitgestellt? Ja, einige jetzt hier. Und wer von denen hat Spaß von euch dabei? Niemand. Also keiner zeigt auf. Ja. Deswegen wird das jetzt der langweiligste Vortrag für den heutigen Tag. Inspire to Geo Package. Okay. Ich hatte gerade die Frage gestellt, was die Inspire-Infrastruktur umfasst. Müsstet ihr eigentlich alle wissen, die besteht aus Metadaten. Ganz langweiliges Thema zu Datensätzen, zu Diensten. Dann gibt es auch View-Services, um sich die Sachen anzuschauen. Es gibt Download-Dienste, Web-Feature-Services, Atom-Feeds, OGC, API-Features, alles Mögliche, was wir so kennen. Und dann stellt sich die Frage, wie können wir auf diese Infrastruktur zugreifen? Die meisten von euch wissen das wahrscheinlich. Das erfolgt normalerweise der Zugriff über Katalogschnittstellen. Wir haben hier auch den Kollegen vom BKG sitzen, der die Katalogschnittstelle vom Geodatenkatalog betreibt. Genau. Und Status quo im Geodatenkatalog vom Sommer letzten Jahres ist, wir haben also aktuell mehr als 220.000 Metadatensätze zur Verfügung zu Datensätzen. Viele der Datensätze sind über View- und Download-Services verfügbar. Das bedeutet jetzt hier bei den Kernzonen hier der Biosphäre, im Bliesgau, im Saarland, haben wir drei Download-Dienste, die zur Verfügung stehen, über die wir die Daten theoretisch runterladen können. Und diese ganze Infrastruktur selber basiert auf einheitlichen europäischen Standards, die grundlegend die OGC-Normen und Spezifikationen referenzieren, versuchen diese zu implementieren. Und es ist die aktuellen Anwendungsmöglichkeiten, also für diejenigen, die diese Infrastruktur nutzen. Wer von euch nutzt Geoportale, um nach Daten zu suchen? Ungefähr die Hälfte, ja, ein bisschen mehr als die Hälfte. Genau, wir können nach Daten suchen in den Portalen, Katalogen. Wir können natürlich auch Google dazu verwenden. Wir können uns die Karten bei Web-Services, View-Services anzeigen lassen. Das werden die meisten von euch tun. Und wir können auch Daten über Download-Services herunterladen. Das ist in den meisten Fällen sind das Web-Feature-Services oder Atom-Feeds im Kontext von Inspire. Wir können diese Schnittstellen in Anwendungen integrieren. Das werden auch die meisten tun. Die werden irgendwelche Web-Map-Services in Open-Layers-Anwendungen, Leaflet-Anwendungen integrieren, um damit neue Applikationen zu erstellen. Aber wir haben eine große Beschränkung bei dieser Infrastruktur. Die basiert nämlich auf dem Internet. Das ist also ein großes Manko. Und es gibt viele Anwendungsbereiche, wo wir eigentlich Offline-Daten benötigen. Gehen wir die mal durch. Im Bereich der Landwirtschaft, SAR, Krisenmanagement, haben wir auch einige Beispiele, wenn man rausgehen muss, um Daten im Feld zu erfassen. Oder auch bei militärischen Operationen. Da ist Internet nicht unbedingt, steht nicht zur Verfügung. Und dann stellt sich die Frage, welche Voraussetzungen sind notwendig, um mit dieser Inspire-Infrastruktur, die wir eben mal kurz erklärt bekommen haben, Daten zu cachen? Und was ist auch das optimale Format, um diese Caches nachher abzulegen? Die Voraussetzungen, die erste sind eigentlich persistente Ressourcenidentifikatoren. Für diejenigen, die diese Inspire-Metadatensätze kennen, da gibt es einen Ressourcenidentifikator bei den Datensätzen. Und die Richtlinie sagt aus, dass dieser Identifikator relativ oder möglichst persistent sein soll. Und wir müssen natürlich einheitlich diese ISO 1919-1915 Normen interpretieren. Dafür gibt es Technical Guidance Paper von Inspire, wie das zu erfolgen hat, damit die Infrastruktur funktioniert. Also eigentlich nichts Neues. Diese Technical Guidance Paper gibt es schon seit 2010, 2012. Das ist eigentlich, die Technologie ist klar. Die zweite Frage, die wir zu antworten haben, wäre das Format. Und an der Stelle haben wir uns jetzt mal GeoPackage rausgenommen, weil eben GeoPackage sowohl Vektor- als auch Rasterdaten unterstützt. Und ich glaube, das machen die wenigsten von euch momentan. Man kann auch Metadaten in dieses GeoPackage-Format reinspeichern. Das ist eine Besonderheit, die das GeoPackage-Format hat. Interessant ist, wo das herkommt. Das kommt vom Militär. Die hatten damals bei Spatial Light die ersten Möglichkeiten geschaffen, ISO-Metadaten in Spatial Light-Datenbanken abzulegen. Hier nochmal die Seite von der OGC zum GeoPackage. Genau. Was wir jetzt gemacht haben, war erstmal ein Proof of Concept, eine einfache Python-Bibliothek, Inspire GeoPackage Cache haben wir das genannt, und die Bibliothek versucht halt über diese Inspire-Infrastruktur automatisiert Caches für die Offline-Nutzung zu verwenden. Das wäre jetzt ein Aufruf, ein einfacher Aufruf der Bibliothek.
Ich definiere am Anfang erstmal ein Area of Interest. Die Adresse, die da jetzt oben steht, ist ein OGC API Features Endpunkt. Weil wir so viele OGC API Features Vorträge haben, ist das jetzt ein Endpunkt für eine Gemeinde und eine Flur in einer Gemeinde. Die liefert mir also ein GeoJSON-Objekt zurück. Die Datensatzkonfiguration, also dafür brauche ich jetzt den Ressourcenidentifikator. Das ist jetzt hier in dem Augenblick Naturschutzgebiete des Landes Rheinland-Pfalz. Die haben einen eindeutigen Identifikator. Und ich habe eine Array von Katalogadressen. Wir beginnen da an der Stelle mit dem Katalog, dem rheinland-pfälzischen Geokatalog. Das ist ein Geo-Network. Dann haben wir den Geodatenkatalog Deutschland, den der Kollege hinten administriert. Und dann haben wir auch noch den Inspire-Geodatenkatalog. Das ist so ein Array und den werden wir nachher durchgehen. Der Aufruf selber basiert in einem zweistufigen Verfahren. In der ersten Stufe ruft der Consumer oder eben von der Shell die Methode Check Options auf. Die Python-Bibliothek löst dann diese ganzen Metadaten auf in dem Katalog. Das machen wir momentan über die OWS-Lib vom Tom Kralidis aus dem GeoPython-Projekt. Wir kriegen Datensatz-Metadaten zurückgeliefert. Dann werden die Dienste aufgelöst, wird also versucht, irgendwelche Webservices zu finden, die den Zugriff auf die Datensätze realisieren. Und wir kriegen eine Liste von Diensten zurück. Und dann ist ein relativ einfacher Prozess. Selektiert die Bibliothek dann den optimalen Dienst, der sich da für den Download der Datensätze eignet aus dieser Inspire-Infrastruktur. Und der Nutzer bekommt zurück eine Liste von Download-Optionen, aus denen er dann selektieren kann. In der zweiten Stufe, die funktioniert eigentlich nach dem gleichen Verfahren. Der richtige Dienst wird selektiert und dann startet der Download und es wird ein Geo-Package erstellt, natürlich unter Nutzung von GDAL und OGR in dem Augenblick, wo wir da ein bisschen aufpassen müssen. Das ist nicht ganz sauber implementiert, da hoffen wir, dass sich die Sachen da, die Bibliothek noch ein bisschen optimieren lässt. Und das Ergebnis kriege ich da zurückgeliefert. Genau. So. Wie können wir diese Bibliothek, die man natürlich jetzt quasi von der Shell aufrufen kann, in ein Geoportal integrieren? Eigentlich wollten wir ein Proof of Concept machen, wie sich diese Inspire-Infrastruktur auch produktiv nachher verwenden lässt. In dem Augenblick, wo ich die in den Client integrieren will oder muss, der Prozess dauert relativ lange. Kann man sich vorstellen, wenn ich jetzt ein großes Gebiet von Luftbildern runterladen will, dann bin ich relativ schnell im Bereich der Gigabyte an Daten und so weiter. Das heißt, ich muss das asynchron irgendwie aufbauen. Ich muss also im Endeffekt den Prozess starten lassen durch den Nutzer und dann asynchron den Cache generieren und dann zum späteren Zeitpunkt, wenn der Cache generiert ist, das Objekt da liegt, die GeoPackage-Datei, dem Nutzer halt eine E-Mail schicken. Das bedeutet, ganz am Ende des Prozesses kriegt der Nutzer dann eine E-Mail geschickt und kann dann in der E-Mail auf den Link klicken und kann sich das GeoPackage runterladen. Eigentlich auch relativ einfach. Ich lasse das jetzt mal hier laufen. Genau, wir gehen jetzt, das ist die Integration bei uns im Geoportal. Wir suchen jetzt im Geoportal über den Katalog nach der Biotopkartierung. Das ist jetzt ein Datensatz, der von der Naturschutzverwaltung publiziert wird. Genau, da gibt es verschiedene View-Services. Wir nehmen mal die flächenhafte Biotopkartierung und laden den Layer jetzt als Folie quasi in den Kartenviewer rein, in den schönen alten Mapbänder. So, schauen wir uns das mal an in der Region. Wir sehen die Flächen dann da, die jetzt als Vektordaten oder als CMS visualisiert werden, aber es sind Vektordaten im Hintergrund. Jetzt lade ich eine weitere Datenquelle dazu. Das ist jetzt eine historische topografische Karte. Von 1803 bis 1820 in dem Zeitraum ist die erfasst worden. Da bin ich auch interessiert dran. Akzeptiere die Nutzungsbedingungen. Lade die wieder als Folie in den Layer Tree hinein. Und der wird jetzt noch weiter vergrößert. Jetzt nehmen wir noch Kreisstraßen. Das sind linienhafte Geometrieobjekte, die vom Landesbetrieb Mobilität, unserer Verkehrsverwaltung, publiziert werden. Auch da habe ich einen Webmap-Service-Layer, lade den drüber und lege den jetzt einfach in den Layerbaum hinein. So. Okay, also unser Produkt besteht oder Warenkorb besteht aus dem Layerbaum, den man da unten sieht. Und jetzt ist da ein kleiner Button versteckt, Geo-Package-Export. Der Nutzer kann einfach
ist ein Beta-Modul momentan, digitalisierten Polygon. Wir haben auch eine Obergrenze von 200 Quadratkilometern noch eingestellt, damit der Datenvolumen, also so viel Platz haben wir momentan nicht auf der Platte. So, was jetzt passiert, ist dieser Prozess, den ich eben in den Flussdiagrammen dargestellt hatte. Jetzt werden die Kataloge angefragt. Man versucht anhand der vorhandenen Datensatzidentifikatoren, da können wir später drauf eingehen, herauszubekommen über die Kataloge, welche Datensätze sind in den Katalogen vorhanden und in welchen Formaten stehen die zur Verfügung. Der löst also automatisch auf, sind Raster-Vektordaten da und ich kann die selektieren als Nutzer und starte dann asynchron den Prozess. Das ist jetzt ein bisschen geschnitten. Irgendwann ein paar Sekunden später sollte die E-Mail aufgehen. Genau. Ich kriege eine Nachricht, dass die E-Mail verschickt worden ist und kriege jetzt einen Link einmal zum Download des Geo-Packages und dann jetzt auch nochmal auf den Viewer. Das ist jetzt ein Viewer von dem MilGeo der Vereinigten Staaten. Die haben diese JavaScript-Bibliothek entwickelt, um Geo-Package auch in JavaScript-Clients integrieren zu können. Und das ist recht einfach, dann einfach den Link auf die Geo-Package-Datei, die im Internet verfügbar ist, daran zu setzen, damit die Nutzer schon so ein Preview haben. Der lädt die jetzt. So, ich kriege die Layer unten angezeigt. Wir haben einmal eine Area of Interest, das ist eine Mask, die wir anlegen. Da komme ich aber vielleicht später noch zu, warum. Und hier haben wir die Kartenaufnahme, die historische Karte an der richtigen Stelle. Ja, oder wir nehmen die Luftbilder, die eben auch selektiert worden sind. Oder das ist die Geometrie, die ich digitalisiert hatte und habe hier unten jetzt die Kreisstraßen als Liniensegment nochmal drin liegen. Ja. Okay, soweit zu dem Prozess. Wir können das jetzt ein bisschen optimieren. Das ist jetzt, das hängt jetzt am Geodatenkatalog Deutschland. Wir hatten im ersten Beispiel nur rheinland-pfälzische Daten genommen und können sagen, okay, wir haben unseren Katalog unter Kontrolle, aber das funktioniert theoretisch eben auch und auch praktisch auch mit länderübergreifenden Daten. In dem Augenblick suche ich jetzt im Geodatenkatalog Deutschland nach saarländischen Luftbildern, lade mir die jetzt in den Kartenviewer hinein. Die Datenquelle ist jetzt eine externe Datenquelle und das Bild verdeckt auch, weil es keinen transparenten Hintergrund hat. Deswegen gehe ich in den Bereich der Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und Saarland rein. Ja, schauen wir das nochmal an und selektiere jetzt einen Ausschnitt, der genau die Grenze umfasst, sodass ich beide Gebiete der beiden Bundesländer irgendwo abdecke an der Stelle. So. Die Prüfung sucht erst im ersten Katalog, den wir eingetragen haben, in dem Array der Kataloge. Wenn es da nichts findet, geht es in die nächste Stufe der Kataloge, also auf den deutschen Katalog und geht auch theoretisch auf den europäischen Katalog, falls es im deutschen Katalog nichts findet. So. Jetzt werden da die normalen Luftbilder aus Rheinland-Pfalz, okay, und hier unten, der Name ist jetzt nicht besonders selbstsprechend, aber das sind die Luftbilder aus dem Saarland. Ja. Wir wurden gefunden und wir kriegen auch diese E-Mail wieder zugeschickt mit der Geopackage-Datei. Schauen in die Mailbox rein. Okay, und öffnen wieder diesen NGA-Viewer mit den jeweiligen Daten drin. Da sind wir in der Region, das sind die rheinland-pfälzischen Luftbilder und hier unten haben wir jetzt die saarländischen Luftbilder. Und alles in einer Geo-Package-Datei. Okay. Die Dienste, die wir dafür verwenden, für diesen Prozess. So, Webmap-Services eignen sich, um Daten runterzulassen. Web-Feature-Services eignen sich dazu. Atom-Feeds eignen sich dazu. Und OGC-API-Features eignen sich dazu. Kommen wir zu den Metadaten im Geo-Package selber. Da habe ich eben mal angesprochen. Also im Geo-Package-Format sind Metadaten eigentlich vorgesehen. Man kann Metadaten da reinschreiben. GEDAL schreibt auch Metadaten da rein. Das sehen wir hier in dem Beispiel. Die GEDAL.org-Namespaces oder Standard-URIs werden automatisiert, wenn man GEDAL nutzt, um Rasterdaten in GEDAL abzuspeichern, angelegt. Wir legen jetzt zusätzlich noch unsere ISO-Metadaten, die aus den Katalogen stammen, noch mit rein. Das heißt, wir wissen zu jedem Zeitpunkt, welche Metadaten für den Layer halt relevant waren. Wann habe ich die Daten runtergeladen? Also ich kenne die Ursprungsmetadaten. Wir legen dann noch einen zweiten Metadatensatz an, der im Endeffekt den Ursprungsmetadatensatz nimmt und den reduziert auf das Gebiet, Area of Interest reduziert und auf den Aktualitätszeitpunkt
den ändert an der Stelle, sodass wir zweimal Metadaten drin liegen haben. Den einen Metadatensatz kann man dann verwenden, um die Caches halt automatisch zu generieren, zu aktualisieren. Wir können also quasi prüfen gegen den Katalog wieder, ob der Metadatensatz sich geändert hat. Wenn sich was geändert hat, wird theoretisch, das haben wir jetzt nicht implementiert, aber lässt sich der Cache aktualisieren. Ja. Okay, das sind die Metadaten in dem. Und hier haben wir die Referenzen für diejenigen, die das schon mal gesehen haben, wie das abgelegt wird. Also man legt nicht nur die Metadaten ab, sondern man legt auch Referenzen quasi in die Geopackage-Datei mit ab. Das ist aber standardisiert vorgesehen an der Stelle. Genau. Lessons learned. Wir haben gesehen, Inspire ist so ein ganz, ganz langwieriger und komplexer Prozess und man hat da auch keine richtige Lust dazu, weil man nicht weiß, wozu, weshalb, warum. Die Datenmodelle werden nicht verwendet. Aber wir haben schon einen Vorteil davon, dass wir halt diese sauberen Schnittstellen haben, die uns eigentlich rechtlich vorgegeben werden halt. Und das Potenzial ist bei weitem noch nicht ausgereizt, was wir damit theoretisch erreichen können. Die Verwendung von GeoPackage als Austauschformat müsste noch mehr beworben werden. Vor allen Dingen, weil wir halt die Metadaten, die Möglichkeit haben, Metadaten da reinzuspeichern. Sollte man intensivieren. Und man sollte mal ab und zu über den Tellerrand gucken, hier auf der GitHub-Seite von der NGA. Da sind schon ganz coole Bibliotheken und Funktionalitäten versteckt, die auch unter MIT-License publiziert werden. Die machen Open Source, auch wenn man das vom amerikanischen Militär nicht so gewohnt ist eigentlich. Aber die setzen viel Open Source ein. Die hatten also auch schon vor vielen, vielen Jahren, über 10 Jahren, Geo-Server mit Elastic Search Stacks im Hintergrund laufen. Und was sich gezeigt hat, ist, dass Verfahren ist für den produktiven Einsatz geeignet an der Stelle. Also wir haben das jetzt ein halbes Jahr lang laufen, wir protokollieren auch, wie viele von diesen Geopackages erstellt werden. Das ist natürlich versteckt und wir machen keine Werbung oder so bisher dafür, aber es sind sogar schon Planungsbüros da gewesen, die in der Lage waren, einzelne Bebauungspläne oder mehrere Bebauungspläne über diesen komischen Geopackage-Export-Händler zu generieren und runterzuladen und weiterzuverwenden. Und das ohne Hilfestellung. Also scheinbar klappt das auch für unbedarfte Nutzer. Okay, alles klar. Damit wäre ich soweit am Ende und bereit für die Fragen. Sehr schön. Danke, Armin. Gibt's Fragen? Ja, warum heißt das Inspire to Geopackage? Das geht doch mit jedem WFS oder WMS-Service. Es muss doch kein Inspire-Dienst sein. Wie komme ich an die Dienste? Die stehen doch frei im Netz. Also, ich muss sie halt wissen dann, ja. Nein, ich habe hier nichts eingetragen. Die einzige Voraussetzung für diesen gesamten Prozess ist die Area of Interest als GeoJSON-Objekt, der Identifikator des Datensatzes und die Liste der Kataloge, die ich brauche. Und die Liste der Kataloge besteht aus dem Rheinland-Pfälzischen, aus dem Geodatenkatalog Deutschland und aus dem Inspire-Katalog, damit ich genau diese Inspire-Infrastruktur nutzen kann, um diese Dienste zu finden. Das ist viel komplexer im Hintergrund. Da muss man aufpassen, weil ich muss ja auch den richtigen Layer im Webmap-Service finden, der den Datensatz rendert. Das Problem. Gut, aber also wenn ich ein Verzeichnis eigener Dienste habe, dann könnte ich das daran programmieren. Nein. Die Dienste bringen ja nichts. Weil die Dienste liefern, also wir haben Webmap-Services zum Testen mit 5 Hierarchieebenen, mit 1400 Layern. Ein Layer stellt mehrere Datensätze zur Verfügung. Wie komme ich von dem Datensatz auf den Layer, der den Datensatz rendert? Wie komme ich auf die Objektarten für den jeweiligen Datensatz? Also wir haben das Problem, dass Datensätze was anderes sind, wie eine Shape-Datei oder eine Postgres-Tabelle, hat mit dem Dienst nichts zu tun. Ich kann 1000 Dienste aufbauen, die diese gleiche Tabelle publizieren. Ja. Deswegen gibt es da eine Relation zwischen den beiden und die kann ich nur auflösen, wenn ich diese Inspire-Infrastruktur nutze und so nutze, wie sie aufgebaut ist. Das war der große Lerneffekt, Lernprozess, den wir hatten bei Inspire, als wir versucht haben, 2008 Inspire ins Leben zu rufen. Da haben wir uns genau mit diesen Fragestellungen auseinandergesetzt und wir haben das gelöst, indem wir diese Technical Guidance Paper verfasst haben, die genau das lösen, das Problem. Sonst kriegen wir das Problem nie gelöst. Also, Liste mit Diensten hilft uns da leider nicht weiter. Gibt es noch weitere Fragen? Erstmal danke für den Vortrag, sehr informativ. Ich hatte mir jetzt gerade auch nochmal gedacht, um das zu visualisieren mit den Layern, wie du es gerade nochmal erklärt hattest. Das heißt, es geht
initial alles über Inspire und dann sozusagen tiefer? Nee, andersrum. Also Inspire brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen nur einen Katalog, wo Metadaten zu Datensätzen und Diensten vorhanden sind. Mhm. Und wir beginnen auf der untersten Ebene, weil wir wissen, dass unser Katalog sauber ist. Dass die ganzen Anforderungen, die Inspire hat, da erfüllt sind. Dann gehen wir auf die nächste Stufe, weil wir ja auch deutschlandweit suchen wollen. Und wenn wir da nichts finden, gehen wir auf die nächste Stufe, gehen wir auf die europäische Ebene. Mhm. Genau. Okay, dann meine eigentliche Frage war, weißt du, ob das schon aktiv genutzt wird, irgendwie von einem Geoportal wie zum Beispiel, sag ich mal, Geoportal NRW? Weil ich hatte letztens da was gesehen, dass die halt ein Geopackage-Datei bereitgestellt haben, die sie eigentlich aus dem Inspire-Datensatz generiert haben müssen. Aber trotzdem war die Struktur der Geopackage dann doch irgendwie ein bisschen anders, also von den Attributen. Mhm. Also hast du da Feedback, dass das schon aktiv genutzt wird? Oder? Nee, also da habe ich kein Feedback. Ich glaube auch nicht, dass das genutzt wird. Dafür ist es zu komplex. Also okay. Die werden in den meisten Geoportalen, welche werden so Sachen hart verdrahtet. Oder ich nutze einfach die Möglichkeiten der Dienste beim Web-Feature-Service oder so, dass ich die Formate, die Output-Formats, die so und so supported werden, dann eben für den Download von Daten verwende. Das kann ich tun. Ähnlich geht der Prozess ja hier auch. Der findet verschiedene Download-Services und sucht sich den besten raus. Das kann ein OGC-API-Feature-Service sein, das kann ein WFS sein, das kann ein Atom-Feed sein, das ist im Endeffekt egal. Ja? Okay. Und dann nimmt er die Daten und die werden natürlich dann mit GEDAL transformiert und in das Geopackage reingeschoben. Aber das erfolgt alles live. Mhm. Ja. Okay. Ich denke, das wird ein NRW vorprozessiert sein oder halt als Endpunkt vom Service direkt so verwendet werden. Ja, glaube ich auch. Okay. Jo, danke sehr. Wenn ich vielleicht gleich daran anschließen darf, habe ich das nicht richtig verstanden, dass man jetzt einfach das Geoportal Rheinland-Pfalz nehmen könnte, um nach NRW zu steuern, um sich dann mit dem in Rheinland-Pfalz eingebauten JPEG-Erzeuger das runterzuladen? Weil er würde dann ja sagen, ich gucke in Rheinland-Pfalz, da finde ich nichts, dann gehe ich wieder nach oben, nach Deutschland und dann müsste er doch die anderen Daten finden, oder nicht? Genau, das kann der. Das Problem ist einfach nur, dass die Metadaten so schlecht und so grottig sind, die wir in Deutschland haben. Ja, wenn wir mal in die verschiedenen Bundesländer reinschauen, und daran krankt das System. Okay. Wenn diese Anforderungen, die wir mit Inspire gesetzt haben, in diesen Technical Guidance Papern und so weiter, nicht umgesetzt werden, ja, kann das nicht funktionieren. Es basiert auf Inspire. Und man kann damit zeigen, dass Inspire schon Vorteile bringt, wenn man es richtig umsetzt. Man muss aber auch eben Best Practice Beispiele irgendwo bringen, sonst macht es keiner. Also das ist jetzt der Anspruch an diejenigen, die Metadaten irgendwo zu erfassen und zu verwalten haben, die auch so sauber zu erfassen, dass sie nachher die Infrastruktur auch weiterverwenden können. Danke. Naja, ach so, okay. Nur eine Sache quasi, also ich habe ja vorhin Mainz erwähnt, weil ich auch aus Rheinland-Pfalz komme, von daher ist das ganz schön, als Pfälzer habe ich immer was gegen Saarländer, das ist irgendwie so eine natürliche Sache. Aber Inspire, hast du ja schon richtig gesagt, hat ja auch sowas Europäisches und Rheinland-Pfalz grenzt ja an Frankreich, von daher ist das irgendwie, hast du da gemerkt, weil ihr gerade sagtest mit den Metadaten, ob das, ist das in Deutschland schwierig, wie sieht denn das auf der anderen Seite quasi aus, das war mein Handy, der so ganz ein bisschen geflimmert hat. Also genau, wie ist das quasi, wenn du über die Ländergrenzen gehst? Funktioniert das da besser? Ist es da genauso schwierig, herausfordernd, wie das so schön norddeutsch heißt? Oder wie sieht das aus? Danke für die Frage. Natürlich wollte ich gerne für die FOSCIS-Konferenz auch einen europäischen Datensatz zeigen. Ich habe keinen gefunden bisher. Wir haben Beispiele in Österreich, die sollten normalerweise funktionieren. Österreich setzt diese Inspire-Richtlinie relativ sauber um. Frankreich sind auch einige Datenanbieter, Kommunen dabei, die das sauber umsetzen. Ja, man muss sich aber auf die Suche begeben. Wir haben jetzt leider ein Problem seit der letzten Inspire-Konferenz, sonst hätten wir das vielleicht noch hinbekommen können, funktioniert der Inspire-Katalog nicht mehr richtig. So, und jetzt sind wir natürlich darauf angewiesen, dass Europa auch seine Hausaufgaben macht und den Katalog wieder in Betrieb nimmt, sodass wir den auch nutzen können. Weil wir haben keinen Vorteil von Inspire, wenn wir nicht europaweit auch Daten suchen können. Ne? Genau. Was wir eigentlich die letzten 5 Jahre gemacht haben. Also wir konnten suchen, konnten wir immer. Man konnte die Dienste finden, man konnte es auch einbinden teilweise. Aber man konnte halt nie diese Automatismen entwickeln oder laufen lassen. Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Es geht um rechtliches Thema. Wenn ich jetzt über das Geoportal von Rheinland-Pfalz reingehe und ich suche jetzt zum Beispiel die Flurstücksdaten in Bayern, bekomme ich die dann? Natürlich, klar. Schon lange.
Also, und weil die Frühstückszeiten in Bayern sind aber nicht frei zugänglich. Ne? Genau das ist der Punkt. Ach so, ja. Doch, du wirst natürlich einen Metadatensatz finden. Ja, du kannst über Rheinland-Pfalz in Europa oder Deutschland suchen und findest die Daten. Und dann, wenn du, dann klickst du auf einen Link drauf und dann kriegst du eine HT, kriegst du ein 403. Okay. Oder also sowas. Wenn ich jetzt mische, zum Beispiel Thüringen, Sachsen, Bayern. Alles, nein, ist egal, du kannst alles finden. Das ist kein Problem. Aber ich kann es dann nicht runterladen. Oder was ist dann in dem Geo-Package drin, wenn ich zum Beispiel... Achso, nee, der Geo-Package würde natürlich versuchen, über eine ungesicherte Verbindung die Daten über HTTP oder HTTPS runterzuladen. Wenn der auf eine Authentifizierung stößt, hat er ja keine Nutzername-Passwort, um sich da anzumelden. Dementsprechend, also so eine Föderation haben wir keine in der GDE. Das ist schon mal versucht worden zu etablieren vor 10 Jahren, das ist dann irgendwann gescheitert. Okay, danke. Ja. Noch weitere Fragen? So, ich sehe keine Fragen mehr. Dann nochmal recht herzlichen Dank an Armin